Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, diesmal in der New Mexico, dem US-Schlachtschiff auf Tier 6 im Herrschaftsmodus. Die New Mexico kann ordentlich austeilen, kann ordentlich einstecken. Wer sich angucken will, wie ich sie ausgebaut habe, denn sie ist voll ausgebaut, einfach auf die Pause-Taste klicken. Der Kapitän ist mein 19er Schlachtschiff-Kapitän. Für die US-Streitkräfte habe ich ihn so bestückt. Wer sich das angucken will, wie gesagt, Pause-Taste. Ja, und hier haben wir jetzt unser Matchmaking. Wir haben zwei Zerstörer, die anderen haben nur einen Zerstörer. Okay, jeweils ein Flugzeugträger, jede Menge Schlachtschiffe und jede Menge Kreuzer. Ja, es verspricht viel Spaß. Wollen wir mal schauen, ob das wirklich auch spaßig wird. Und die Frage ist, wo fahren wir hin? So wie wir hier aufgestellt sind, ja, wo fahren die anderen hin, stellt sich die Frage. Also irgendwie, ja, okay, also wir haben einen Zerstörer an A und wir haben einen Zerstörer vor C und dann macht das, glaube ich, Sinn, den Zerstörer einfach mal an A zu unterstützen. Zumal unsere Fuso ganz offensichtlich auch jetzt eindreht und Richtung B bzw. Richtung C unterwegs sein könnte. Na, wie auch immer. Die Normandie scheint mitzukommen. Die Bretagne steht noch. Zwei Kreuzer haben wir auch an A. Also, wir fahren jetzt zu A. Eine der grundlegenden Dinge bei der New Mexico, man muss sich festlegen. Wir haben 21 Knoten als Höchstgeschwindigkeit und da ist es wirklich schwer, einmal quer über die Map zu fahren, um woanders nochmal irgendwo zu helfen. Man muss wirklich sagen, okay, ein US-Schlachtschiff, da muss ich mich jetzt wirklich festlegen und dann muss ich da hin und muss da austeilen. Und im Zweifelsfall bin ich da falsch, weil unter Umständen der Großteil der Flotte woanders ist, aber naja, wir werden sehen. Also eine Nürnberg ist da zu erahnen. Das ist ja alles sehr schön, ist aber noch weit, weit weg. Unsere Engle nebelt sich da schon. Okay. Warum auch immer. Sollte eigentlich ein bisschen spotten, aber naja, gut. Dann eben nicht. Müssen wir damit leben, so wie es ist. So, Nürnberg. Tja, okay, nee, das passt. Da kommt keiner dran vorbei, also Normandie ist da nicht auf Rammkurs. Tja, und unser Fuso scheint tatsächlich in B zu fahren. Aber wir kümmern uns mal um die Nürnberg. So, wenn wir mal einen Flieger starten. Das ist nämlich sehr schön, dass man jetzt wirklich sehen kann. So, jetzt ist das Symbol aus und dann schauen wir doch mal, ob wir ihm da mit der ersten Salve gleich einen mitgeben können. Nürnberg ist ja eigentlich immer für eine Zitadelle gut, aber auf diese Entfernung und mit dem Flieger, naja, 1050 haben und nicht haben. So, nun sind wir auch entdeckt. Was für ein Wunder. Wenn wir schießen, sind wir ja auch wirklich quasi über die ganze Map offen. So, Nürnberg wieder auf. Okay. Wir haben auch gleich nachgeladen. So, mein Lieber, du bist mit Sicherheit da mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Ah, lenkst jetzt ein. Ja gut, wir werden da mal hinterher schicken. Vielleicht lenkt er ja nicht komplett ein, sondern fährt ein bisschen geradeaus. Aber auf der Minimap kann man schon sehen, der lenkt wirklich komplett ein. Ja, das ging in Bach. So, und auf der Minimap konnte man auch kurz den gegnerischen Zerstörer sehen. Damit ist auch klar, warum unsere Eckle sich da so eingenebelt hatte. So, Nürnberg. Jetzt aber. Jetzt weiß ich in etwa, wo du hin willst. So, und du willst da auch weg. Okay, also ein bisschen tiefer. So. Und da geht die Salve raus. Und die anderen cappen A. Das ist jetzt nicht so schön. So, und die sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, und da gibt es einen auf die Zitadelle. Und damit ist die Nürnberg raus. Aber, ja, wir sind in Führung. Es hat noch keiner ein Cap. Auch A ist nicht gecapped. Wir haben da zwar unseren Zerstörer verloren. Aber unser Nikolas, der zweite Zerstörer, kommt da auch mit hin. Warum auch immer der jetzt nicht in B gefahren ist oder an C geblieben ist,
Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer. Schön, dass er jetzt hier ist. Herzlich willkommen und auch hier ein herzliches Willkommen der Normandie. So, der CV fliegt unsere De Grasse an. Ha! Und nimmt den tatsächlich auch raus. Also hier sind jetzt zwei Schlachtschiffe, drei Schlachtschiffe. Und der fliegt einen Kreuzer an. Okay. So, wir haben schon die ersten Flugzeuge runtergeholt. Das macht jetzt auch der Kapitänskill. So, auf der Minimap mal ein bisschen beobachten, wer gerade ausfährt und wer vor allen Dingen aber auch Breitseite zu uns zeigt. Und die Normandie, ja, der ist sehr schnell unterwegs eigentlich immer. So, oh, doch. Naja, gut, okay. 5,5, aber trotzdem ein bisschen weit vorgehalten. So, auf die Queen jetzt von vorne drauf. Hm. So, jetzt sind wir auch nicht mehr entdeckt. Wow. Ja, und da zerreißt die Nürnberg hier direkt vor uns. Und jetzt, ja, super. Jetzt haben wir hier echt das Problem. Ja. Ja, das war wohl für die Nürnberg. Tja, nun stehen wir hier. Also, mit anderen Worten, Rückwärtsgang. Weil das dauert einfach eine gewisse Zeit, bis der sinkt. So, und dann können wir vielleicht der Queen nochmal einen mitgeben. Was sagt der Damage Counter? 18.500. Und? Ja, da macht er mal einen Sprung auf 31.000. Das ist doch nett. Das tat der Queen dann auch mal weh. 13.000 in die Seite. So, natürlich sind wir jetzt offen. So, jetzt sind wir nicht mehr offen. Und jetzt heißt es hier wieder nach vorne fahren und an der Nürnberg vorbei oder über die Nürnberg drüber, wie auch immer man will. So, diese Normandie. Ja, der fährt scheinbar... Ja, jetzt kommt er hier auf uns zu. Werden wir also mal sehen, dass wir den, der am weitesten runtergeschossen ist, auch mal rausnehmen. Die anderen haben jetzt C inzwischen gekappt, sind auch gut in Front schon. Wir haben schon drei Schiffe verloren, die anderen erst zwei. Naja, so. Und unser Nikolas nebelt vor dem Cap. Statt reinzufahren und dort zu nebeln, nein, er stellt sich vors Cap. Eieieiei, und lässt den Gegner cappen. Ich werd wahnsinnig. Na gut. So. Queen. Ah, ist jetzt nicht wirklich komplett breitseitig, aber das könnte schon ganz gut passen. Na, mal schauen. Ja, das sieht ja gar nicht schlecht aus. 7000, Basis verteidigt. Was ist denn das? Der ist... Eieieiei. Bretagne, das ist nicht dein Ernst. Du stellst dich jetzt nicht breitseitig hier zu vier Schlachtschiffen, oder? Das sind vier Schlachtschiffe. Und der steht hier wirklich breitseitig mit seinem Franzosen. Und schießt HE. Eieieiei. Das ist... Also, Brite, ja okay. Aber ein Franzose, der hat so eine gute AP. Also da sollte man auf jeden Fall auch AP schießen. Man muss halt wirklich gucken. So, nochmal Basis verteidigt. 1050. Bei, naja, 5 Treffern insgesamt. Aber egal. Und jetzt fährt er rückwärts. Bretagne, mal ganz ehrlich, das kann nicht gut gehen. Du bist so ein leichtes Ziel jetzt hier. Was für uns schon wieder bedeutet, das wird echt schwierig, sich hier durchzusetzen. So, unsere Fuso hat da gerade die La Galissonnière rausgenommen. Das ist sehr schön. Dann sind wir auch nur noch knapp hinten. Aber wir haben immer noch kein Cap. So, Normandie. Du fährst schön breitseitig und 4-4. Ja, und nun wird es hier wirklich schwierig, sich zu entscheiden. Weil wir haben es hier mit vier Schlachtschiffen zu tun. Aber wir haben unser Nikolas. Wir haben da auch noch die Bretagne. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber na gut. Wenn der da weiter so steht, nicht mehr so lange. Und da hat sich die Omaha herangeschlichen. Und da werden wir uns doch gleich mal, deswegen ist es wichtig, immer auf die Minimap zu gucken, wieder einen Flieger starten. Und mal sehen, dass wir den Brandstifter da nicht mal richtig schön einschenken können. Tja, und da gibt es einen auf die Zitadelle und da ist nur noch die Hälfte von der Omaha da. Weil das ist natürlich tödlich, wenn der von der Position aus da HE spammen kann und in Ruhe gelassen wird von allen anderen. Ja, was überlegst du? Fährst du jetzt vorwärts oder was machst du? Nee, fährst weiter rückwärts. Na gut.
und längst ein bisschen ein. Okay, also wenn wir ein bisschen unterhalb der Wasserlinie anhalten, der dreht sich ja da rein. Und dann kriegt ihr jetzt Salve Nummer 2. Ja, und da ist unsere Bretagne raus. Ja, genauso wie die Omaha. Vernichtender Schlag, nochmal einen auf die Zither und jetzt ist er weg. Und jetzt haben wir hier das Problem, jetzt sind wir nur noch 2 Schlachtschiffe gegen 4 Schlachtschiffe. Aber wir haben unseren Zerstörer. Aber unsere Nikolas, ich weiß nicht warum, der so weit wegfährt von allen Schlachtschiffen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. So, wir müssen jetzt mal sehen. Also wir werden den Bug Richtung New Mexico, König und Queen Elizabeth halten. Aber da hinten die König, also insofern einmal eindrehen. So, da müsste eigentlich vorne reichen. Und dann wieder gleich zurückdrehen und hinten geht auf die Normandie. Oh, 1050, ja, Normandie, das war jetzt nicht ganz so schlimm. So, die hinteren und wir werden jetzt hier schön angewinkelt auf 3 Schlachtschiffe fahren. So, ja, das tat auch schon mal ein bisschen weh. Weil dann zeige ich lieber einem Schlachtschiff Breitseite, als dass ich 3 zeige. So, und wir fahren da weiter ran, weil wir brauchen gleich auch unsere Secondary. Ein bisschen abbremsen. So, Normandie vorne. Ja, das war gar nichts. Eine abgeprallte Granate. Aber jetzt dreht er sich wahrscheinlich. Ja. Unsere Normandie ist raus. So, mein Lieber. Jetzt willst du mir also hinten einen mitgeben. Dann gebe ich dir auch von hinten einen mit. Jo, und da ist er raus. Und jetzt voll eindrehen wieder Bug Richtung dieser 3 Schlachtschiffe. Und immer schauen, wer bietet sich als Ziel an. Und die Queen Elizabeth bietet sich jetzt als Ziel an. So, dann gibt es mal vorne ein. Und jetzt kommt der CV natürlich auch noch und mischt sich ein. Großartig. So, jetzt ist es egal, wem wir hier Breitseite zeigen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht zu viel Torps fressen. So, gleich einlenken. Vom Gas gehen, weiter einlenken. Ja, jetzt schmeißt er uns und jetzt brennen wir. Da werden wir aber noch nicht löschen, weil wir müssen einfach sehen, dass wir vielleicht noch durch diese Torps durchkommen. Nee, den einen werden wir wohl mitnehmen müssen. Ja. So, und jetzt können wir auch löschen. Und jetzt müssen wir schauen. Jetzt gibt es wieder vorne einen für die Queen Elizabeth. Und jetzt werden wir uns gleich komplett drehen von den Wegkeiten. So, jetzt haben wir irgendeinen in Brand gesteckt. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir unsere hinteren Türme rumkriegen. Ja, so weiter drehen, 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 drehen. So, nochmal Brand. Keine Breitseite mehr zeigen. So, und jetzt mit den hinteren Türmen sofort rein. Und da ist sie weg. Sehr gut. So, Torpedos voraus. Och, der steht schon wieder da in seinem Nebel und naja, gut. So, die Vorderen sind soweit. Dann gibt es jetzt also einen auf die König. So, ich werde von der vollen New Mexico da jetzt wegkiten und muss jetzt einfach mal hoffen. Oh, da kommt was zurück von der König. So, jetzt Hinteren. Ich muss einfach hoffen, dass unsere Nikolas den rauskriegt. So wie wir jetzt hier den rausbekommen haben. Krake ist freigelassen. So, da kommt noch was. So, oh, nochmal. Da müssen wir uns nochmal eindrehen. Was war das jetzt? Wo kam das jetzt her? Da, da kommt noch eine Cleveland. No, das brauche ich ja nun gar nicht. So ein Brandstifter, also das ist ganz, ganz böse. Da kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht mich um die New Mexico kümmern. Schnell hochheilen. Wir sind ja schon fast nicht mehr da. So, und jetzt gibt es hier eine volle Salve auf die Cleve und das muss doch jetzt reichen. Komm. So, die Nikolas hat die New Mexico rausgenommen. 1050. Wahnsinn. So, das heißt, jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir hier wieder ranfahren an diese Insel. Ja, und nun brennen wir. So, das werden wir jetzt löschen. Wir müssen ranfahren an die Insel, dass die New Mexico uns hier nicht beschießen kann. So, Nikolas, Cap. Du musst jetzt cappen. Fahr ins Cap und sorg für Punkte. Wir sind sowas von hinten. Wir sind zwar noch zu viert und die anderen nur noch zu zweit, aber wir sind punktetechnisch hinten. Und da kommt der CV. Oh, oh, oh. So, wir werden jetzt hier eindrehen. Wir müssen auf die Torps wieder reagieren. Einfach eindrehen, aber auch schon gleich die Waffen drehen. So, da kommt der CV. Oh, oh, zu nah abgeworfen. Und weiter eindrehen. Immer weiter eindrehen. Da kommt ja noch die zweite Staffel. So, da hat
die Ryuho jetzt nicht uns, sondern die Nikolas rausgenommen. Dann waren die Torps vielleicht auch gar nicht für uns, sondern für die Nikolas. Okay, so, jetzt drehen wir uns also hier wieder zurück. Ah, wo ist die Cleveland? Wir sind so weit hinten von den Punkten. So, jetzt brennen wir natürlich auch wieder. Okay, nochmal Treffer. So, da kommen wieder die Torps. Und eindrehen. Ja, das müsste reichen. Komm, eindrehen, dreh dich. Jo, sehr gut. Da sind wir rausgekommen. So, gleich können wir auch wieder hochheilen. Ah, und da ist die Cleave. So, natürlich kommt der jetzt wieder von hinten mit seinem HE. So, hochheilen und jetzt wieder drehen. Komm, dreh dich. So, und jetzt, sobald die Rohre hinten fertig sind. Yo, da ist die Cleave raus. Drei Brände. So, und jetzt sofort die drei Brände löschen. Wow. Das war jetzt aber hier wirklich eng. So, und CV spotted. Okay, jetzt ist ja nur die Frage, wo ist der andere CV? So, wir werden jetzt hier mal sehen, dass wir A cappen. Unsere Fuso cappt offensichtlich B. Das ist schon mal sehr gut. So, wenn wir unseren CV mal bitten, da hinten irgendwo zu spotten. Weil irgendwo muss diese Ryoche sein. Sonst würde der nicht ständig hier mich anfliegen. Dann hätte er auch mal die Fuso angeflogen. Denn dem geht es ja noch sehr, sehr gut. Also insofern, der kürzeste Weg wird wahrscheinlich hierher führen. Ja, wow. Also wir sind immer noch hinten. Es sind noch gut 4 Minuten zu spielen. Und da ist die Ryoche. So, mein Lieber. Ach, der startet schon wieder seine Bombe. Die Torpedobombe. So, gleich Flugzeug starten. Und dann gibt es mal ordentlich einen von hinten ordentlich drauf. So, mal gucken, wie die kommen. Boah. Ja, super. Die eine Hälfte davor, die andere Hälfte dahinter. Schön links und rechts gestreut. Aber wir haben gleich A gekappt. So, und die Fuso hat gleich B gekappt. Das heißt also, die anderen machen jetzt keine Punkte mehr. Es sei denn, diese Ryoche versenkt uns. So, und jetzt wirkt natürlich auch schon wieder der Adrenalinskill. So, mein Lieber, du drehst dich ein, weil da Torps kommen. Na, dann schaue ich doch mal, ob ich dir nicht wirklich einen verpassen kann. Bisschen kürzer gehalten, da kommen Torps. So, jetzt muss er gerade bleiben. Jo, und da gibt es nochmal einen auf die Zitadelle. Und den Großkaliber gibt es auch. So, aber egal, was es gibt, jetzt gibt es hier auch wieder ordentlich einen. Wir müssen jetzt am besten gleich erstmal wieder hochheilen. Weil so ein bisschen können wir ja noch. So, sehr gut. Unser CV attackiert die Torpedostaffeln. Ah, die anderen, die kommen halt, aber so, sehr gut. Torpedos hat er weggekriegt. Jetzt versucht er sich an den Bombern. So, wir versuchen wieder das Schiff quer zu stellen, dass die Angriffsfläche möglichst klein bleibt für die Bomber. Und außerdem wäre es natürlich schön, wir würden den gleich wieder sehen. So. Jo, das geht alles vorbei, aber auch weil der eben attackiert wird. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier 3 gegen 1. Da haben wir noch einen abgeschossen. Sehr schön. Jetzt ist das Thema wohl hoffentlich auch durch mit den ganzen Angriffen. So, jetzt wäre es ja schön, wenn der mit dem Flieger da nochmal runterfliegt oder mit den Fliegern. Es sind ja noch ein paar in der Staffel. Und die Ryoche nochmal spottet, weil noch haben wir Zeit und wir sind immer noch hinten. Nur verlieren können wir das, glaube ich, nicht mehr. Also durch die 3 Caps. Ah, da ist die Ryoche aufgegangen. So, mein Lieber. Und jetzt gibt es da nochmal ordentlich einen mit der groben Kelle. Ah, und jo, 2100. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, aber die Fuso scheint auch vorbeizuschießen. So, komm, spotte den weiter. Gleich ist es soweit, ne? Das war nochmal ein Treffer von der Fuso. Na so, mein Lieber, ein bisschen höher halten. Das war eben vielleicht zu tief. Also, vorhalten, höher halten. Ist mir egal, was ich von dir treffe. 2, 3 aufs Deck und das war's. Das sieht gut aus. Jo, und das war Nummer 7. 146.591 Schaden mit 74 Zieltreffern, 12 Flugzeuge zerstört. Ein Ausfall erzeugt, 7 Schiffe versenkt, 2 Brände über die Secondary, 4-mal die Zitadelle getroffen, 4-mal die Basis verteidigt, 1 Basis erobert und 32 Treffer mit der Secondary gemacht. Gab einen vernichtenden Schlag, es gab Dreadnought, es gab den Großkaliber, es gab die Krake
und es gab den Feuerfest. Ja, da haben wir doch richtig was bekommen. 2668 Basiserfahrung. Wow. Das ist auf dem Tier natürlich auch schon mal eine echte Leistung. Hammer. Queen Elizabeth versenkt. Normandie versenkt. Omaha versenkt. Ryocho versenkt. König versenkt. Nürnberg versenkt. Cleveland versenkt. Und der New Mexico haben wir immerhin noch 2500 abgenommen. Also, das war doch mal ein Gefecht zum Tiefluft holen. Bis zum Ende hin spannend, weil wir wirklich ja wirklich komplett immer hinten waren eigentlich. War auch richtig heftig da alleine gegen oder zu zweit gegen vier Schlachtschiffe. Hat aber gepasst. Wenn es dir gefallen hat und das Video dir auch gepasst hat, dann gib ihm doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Kannst natürlich auch sehr gerne mal bei Twitch vorbeischauen, wenn ich online bin. Am besten abonnierst du da gleich den Kanal, dass du es mitbekommst, wenn ich online gehe. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.